willkommen bei der Taz. Mein Name ist Jan Feddersen, ich bin Redakteur der Taz in Berlin. Wir sind hier auf dem zweiten ökumenischen Kirchentag in München zu Gast. Wir freuen uns sehr. Und ich sitze hier an einem sehr ungewöhnlichen Platz. Das ist so eine ganz kleine Box. Ich bin hier umstellt von irgendwie komischen Plastikwänden. Und das ist hier an unserem Taz-Stand in der Halle B3. Und uns brennt eine bestimmte Frage auf den Nägeln und wir hoffen, dass Sie uns die beantworten können. Sie kennen die 10 Gebote. Da hat uns selbst der Bischof Reinhold Marx gestern gesagt, 10 Gebote reichen, uns reichen sie nicht. Wir wollen von Ihnen wissen, was ist Ihr 11. Gebot? Erzählen Sie uns das, kommen Sie zum Taz-Stand, kommen Sie in diese Sprecherkabine. Also so unwohl fühlt man sich hier nicht, ganz im Gegenteil, das sind sehr freundliche Leute. Erzählen Sie uns, was Ihr 11. Gebot sein kann. Danke. Mein 11. Gebot heißt, du sollst den 10 Geboten kein 11. hinzufügen, denn die 10 Gebote reichen so, wie sie sind. Und mein 11. Gebot ist, seid christlich nett zueinander. Schönen Tag noch. Du sollst du selbst bleiben und nicht zum Marketing-Neurotiker werden. Mein 11. Gebot lautet, du sollst die Erde nicht zerstören. Mein 11. Gebot ist, die Schöpfung zu bewahren, sie für unsere nachfolgenden Generationen zu sichern. Mein 11. Gebot ist, du sollst jeden Tag ein Lächeln in das Gesicht eines anderen zaubern. Mein 11. Gebot lautet, du sollst nicht ausbeuten. Ich bin für einen gesetzlichen Mindestlohn und für mich ist es Ausbeutung, was teilweise bei Zeitarbeitsfirmen abläuft. Mein 11. Gebot ist, nicht teilnahmslos zu leben. Mein 11. Gebot, du sollst dich nicht verrückt machen lassen, weder von der Wirtschaft, noch von der Politik, noch von den Medien. Denk einfach selber. Du sollst dich informieren,